Die Sieger des Elevator Pitch BW Finals 2016-2017 stehen fest und ich sage herzlichen Glückwunsch zu Platz 3 an die Superware GmbH. Bei mir sind Peter Stein und Carsten van Husen. Herzlichen Dank, dass Sie noch die Zeit nach der Veranstaltung haben. Ja, wie lässt sich denn Ihre Idee am besten beschreiben? Also wir als Superware machen innovative Variables zur Mensch-Maschinen-Interaktion. Hört sich erstmal Interaktion ganz großartig an, aber es gibt schon echt coole Bereiche. Wir fangen an mit einem ersten Produkt, das ist Bewegungssteuerung. Man benutzt einfach ein Device und die Lage dessen im Raum, wie man das bewegt, steuert dann als Eingabebefehl Computer, Telefone, potenziell auch Maschinen in diversen anderen Industrien. Ist alles immer noch ein bisschen abstrakt. Ich mache es nochmal konkreter. Wir fangen an mit den Core-Gamern. Das sind die Vielspieler digitaler Spiele, die sehr kompetitiv spielen, bei denen das auch wirklich darauf ankommt, wie bei anderen Wettbewerben, möglichst schnell gute Eingabe zu machen. Dafür bilden eben linke Hand auf der Tastatur typischerweise, rechte Hand auf der Maus eingesetzt. Und wir bringen jetzt den Fuß ins Spiel. Als dritte Hand packen wir den Tapper. Das ist ein Akronym neben Tap, die Fuß bewegen, für To Advance Player Performance. Und damit bekommt man mit diesem unnützen Fuß auf einmal eine neue Eingabemöglichkeit und kann Befehle, wie auch immer man sie haben möchte, auf diesen Fuß drauf machen. Der Anfänger in diesem Gerät macht vielleicht erstmal nur eine Taste da drauf von seinem Keyboard. Später kannst du auch 2 oder 6 oder noch mehr Tasten da drauf machen. Warum wird durch Ihre Idee die Welt ein bisschen besser oder vielleicht auch einfacher und nicht nur für die Gamer? Naja, also für die Gamer wird es natürlich tatsächlich noch spaßiger, mehr Eingaben zu machen. Aber es ist wirklich so, wir haben in unserer Gruppe an Probanden auch einen jungen Mann, der ist vom Hals ab querschnittsgelähmt. Und der kann jetzt tatsächlich zum ersten Mal, ich gehe wieder aufs Gaming, in seinem, naja, also seit seiner Verunfallung jetzt bei Grand Theft Auto gleichzeitig Auto fahren und dabei aus dem Fenster schießen. Das konnte er vorher nicht. Aber Quatsch beiseite, das nutzt er natürlich auch, um seinen PC zu steuern. Und so ist es eben möglich, für gar nicht so großes Geld sich über Bewegungssteuerung eine Steuerungsmöglichkeit für Menschen mit Behinderung zum Beispiel in den Computer reinzumachen. Ein anderer Fall, über den wir nachdenken, ist, dass man tatsächlich im medizintechnischen Bereich Abkürzungen haben kann, bei der Bedienung von Operationssaaltechnologie zum Beispiel oder auch in anderen Bereichen. Also es gibt viele Anwendungsbereiche, wo Bewegungssteuerung direkt kompatibel mit Computern und Maschinen echt einen guten Beitrag leisten könnte. Diese Idee ist heute auch prämiert worden, Platz 3 beim Elevator Pitch, Herr Stein. Die Frage an Sie, was passiert jetzt mit dem Geld? Wird es verfeiert oder wird es investiert? Naja, Lust hätten wir wirklich schon, das Geld jetzt zu verfeiern. Aber wie das eben so ist mit einem Start-up, wir brauchen schon jeden Euro. Und tatsächlich reinvestieren wir derzeit jeden dieser Euros, die da denn so reinkommt. Es ist so, dass wir gerade erst gestern tatsächlich den Schleier gelüftet haben und der Welt gezeigt haben, was wir da so Tolles haben. Also jetzt auch das erste Mal den Gamern gezeigt haben, was wir da haben. Die können sich auf der Superware.games jetzt für ein Beta-Kit anmelden. Das heißt, wir produzieren selbst schon erste Prototypen, Beta-Kits, die wir interessierten Spielern geben. Warum machen wir das? Wir machen das, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, an der Entwicklung teilzuhaben und uns Feedback zu geben. Und genau dafür würden wir das Geld jetzt einsetzen. Wir werden mehr Beta-Kits produzieren, um die kostenfrei an interessierte Spieler rauszugeben. Das erste Beta-Kit allerdings, das neue Beta-Kit, das wir jetzt machen, ist für unseren Probanden, der, wie gesagt, leider vom Hals abwärts gelähmt ist. Der kriegt jetzt neuen Device, um dann noch ganz andere Spiele und ganz andere Anwendungen mit dem Gerät zu bedienen. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg dabei. Herzlichen Dank und alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank.